Wobei einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt haben wir, und zwar die Nächte gehören Jan und dem Baby Ja. seit Geburt an. Das liegt an vielen Dingen. Erstmal fanden wir es immer sehr verstörend zu hören, dass wenn die Mutter stillt, man bekommt eine Dynamik mit, Mutter stillt und der Vater wird auf einmal zu einer passiven Rolle in diesem ganzen Konstrukt. Desired, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Ich bin Johanna und heute geht es um ein Thema, über das wir hier, glaube ich, noch gar nicht so häufig gesprochen haben, über das es aber auf jeden Fall sehr viele Meinungen gibt. Es geht nämlich um Erziehung, genauer gesagt um Equal Parenting. Und meine Gäste dazu sind heute Marina und Jan Zubrot. Sie arbeiten zusammen und kümmern sich auch gemeinsam um ihre Tochter. Und ja, sie haben sich ganz bewusst dazu entschieden, die Erziehung gleichberechtigt aufzuteilen. Ja, hallo Jan, hallo Marina. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden heute da seid. Und ihr seid ja sehr vielfältig beschäftigt, würde ich sagen. Deshalb wäre es cool, wenn ihr euch einmal kurz vorstellt und so sagt, was ihr denn so genau macht und wie das bei euch dann auch in der Erziehung so abläuft. Hi, liebe Johanna. Danke, dass wir da sein dürfen. Wir sind Marina und Jan. Zubrot leben hier in Hamburg und sind frisch gebackene Eltern. Unsere Kleine ist jetzt 7 Monate alt und wir sind Multipreneurs, sprich, wir haben einfach verschiedene Firmen. Wir haben insgesamt 6 Firmen. Wir machen, einerseits haben wir eigene Marken, eigene Produkte im E-Commerce-Bereich. Wir haben eine eigene Naturkosmetikmarke, eine eigene Schmuckmarke, eine eigene Home-Textilien-Marke. Aber wir investieren auch selber in Startups und wir haben noch eine Digitalagentur, die andere große Kunden, Unternehmen wie zum Beispiel Rotkäppchen oder BioNTech im Marketingbereich berät. Ja, ich bin der dazugehörige Mann. Ich bin Jan. Schön, dass ich auch dabei sein darf. Und ich bin bei uns so ein bisschen der Backup hinter Marina. Marina ist die mit den schlauen Ideen, ist die, die im Vordergrund steht. Und ich bin der ihr den Rücken frei hält und fühle mich sehr, sehr wohl in dieser Rolle. Ja, cool. Also als ich das gelesen habe, was ihr so alles macht, dachte ich mir, wow, wie kriegt ihr das hin? Weil, du hast es ja angesprochen, ihr seid ja auch noch Eltern jetzt seit kurzem nebenbei und ihr betreibt Equal Parenting, was ein sehr cooler Begriff erstmal ist. Und ich wollte da als erstes fragen, wie seid ihr dazu gekommen sozusagen und was genau versteht man da vielleicht drunter? Jan und ich sind jetzt nun seit 10 Jahren, 11 Jahren ein Paar, 2012, 2023, ja, seit 11 Jahren ein Paar. Jan und ich haben uns 2009 im Studium damals kennengelernt, weil wir im selben Semester waren. Das heißt, wir kennen uns einfach schon sehr lange. Und ich selber habe als Frau eigentlich schon immer gewusst und auch kommuniziert, dass ich will auf jeden Fall Kinder haben, aber für mich ist es ausgeschlossen, dass ich zu Hause bleibe und mich nur um das Kind kümmere und in traditioneller Rolle der Mann einfach irgendwie den Job macht und abends heimkommt. Weil es mir einfach auch einerseits wichtig ist, selber den Gestaltungsspielraum zu haben, aber andererseits ist es mir auch sehr, sehr wichtig, dass der Mann die Vaterrolle einfach auch ausfüllt und die Elternrolle auch zu 50% übernimmt. Und deswegen war das etwas, was für uns eigentlich schon immer klar war. Und als es dann in den letzten Jahren auch immer konkreter wurde mit, wann planen wir Kinder, wann wollen wir damit starten, mussten wir uns oder haben wir uns gezwungenermaßen mit Möglichkeiten auseinandergesetzt, wie wir allen, vor allem erstmal dem Kind, aber auch unseren eigenen Wünschen gerecht werden können. Und da war dann sehr schnell klar, dass wir unseren Arbeitsalltag so aufstellen müssen, dass beide so flexibel sind, sich ums Kind zu kümmern, auch ausreichend Zeit haben. Und darüber hinaus war aber auch, und das muss man hier ganz transparent sagen, wir haben auch noch eine Au-pair, die bei uns mit im Haus lebt, sodass wir auch tagsüber jemanden haben, der, wenn wir Meetings haben und wenn wir wirklich gerade quasi nicht können, sich auch ums Kind kümmern kann. Also wir sind jetzt ein bisschen so, als hätte ich mich dazu entscheiden müssen, ob ich das überhaupt wollte. Nein, aber du wolltest das ja auch. Es ist schon so, dass ich das, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich habe kein Problem damit, auch der Hausmann zu sein und mich um das Kind zu kümmern. Ganz im Gegenteil, weil ich das auch aus meinem Großwerden, Erwachsenwerden so kenne. Also mein Vater war irgendwie, so gut es ging, jobtechnisch eingespannt, aber trotzdem immer da und war auch ein Hausvater, auch ein Hausmann und
hat sich auch sehr um die Kinder gekümmert. Meine Mutter sieht das vielleicht anders, aber ich würde sagen, damals gab es auch schon Equal Parenting bei meinen Eltern. Und von daher, weil ich diese Zeit und das sehr genossen habe, war das für mich immer sehr, sehr wichtig und wollte ich unbedingt auch Teil dieser Entwicklung sein. Und dann kamen wir eigentlich an den Punkt, dass wir gesagt haben, oder dass wir diese 10 Monate Vorbereitungsphase, die wir hatten, also bis das Baby auf der Welt war, genutzt haben, um zu sagen, welches System können wir uns oder welche Wohlfühloase können wir uns gemeinsam bauen, damit wir maximal viel Zeit mit dem Kind verbringen können und Teil dieser Entwicklung sein können und auch gemeinsam Teil dieser Entwicklung sein können, weil das ist eigentlich das, was ja einfach Spaß macht. Also ich möchte nicht, dass Marina mich anruft und sagt, oh wow, sie hat das erste Mal Mama oder Hund oder was auch immer gesagt. Sondern, doch, bei Mama wäre ich dabei, da würde ich ihn gerne anrufen und sagen, das erste Wort bei Mama. Ja, aber das erste Wort wird weder Mama noch Papa, das erste Wort wird Hund oder so. Ich trainiere schon mit ihr darauf, dass es Mama wird. Und wir wollen aber eigentlich diese Momente gemeinsam verbringen und darum haben wir uns eben ein etwas für den einen oder anderen Außenstehenden etwas merkwürdiges Wohn-Lebens-Arbeitskonstrukt geschaffen, mit dem wir uns aber sehr, sehr wohl fühlen und was eben beinhaltet, dass wir möglichst viel Zeit gemeinsam mit dem Baby verbringen und eben, wenn das nicht gemeinsam geht, uns zumindest abwechseln bei gewissen Aktivitäten wie P-Kip oder Ähnlichem. Es gehören einfach auch immer beide dazu. Also einerseits muss die Frau es einfordern. Also was heißt einfordern? Die Frau muss klar kommunizieren, was ihre Wünsche und Erwartungen sind. Und gleichzeitig muss aber auch der Mann einfordern, dass er auch die Zeit mit dem Kind haben kann. Weil häufig erleben wir auch, dass das Kind kommt und die Mutter geht total in diese Rolle auf und ist die ganze Zeit irgendwie zu Hause bei dem Kind und der Vater geht irgendwie wieder arbeiten. Und man wird da so schnell in diese Muster oder in diese Rollen irgendwie reingedrängt, ohne dass man vielleicht potenziell reflektiert, will man das und wie will man es irgendwie anders haben. Also bei uns war es eben so, dass beide sehr bewusst ausgesprochen haben, was sie sich wünschen und das muss man übereinander legen, damit es einfach auch gemeinsam Spaß machen kann. Ich glaube, dass die Problematik so ein bisschen auch in dem Großen und Ganzen ist. Also wir sind ja sehr, sehr eingefahren in so gewisse Muster und wir haben das selber erlebt beim Thema P-Kip, wo es hieß, wenn der Mann mit will. Also P-Kip ist ein Eltern-Baby-Kurs. Ich weiß nicht. Eltern-Baby-Kurs, genau. Wo es dann hieß, wenn der Mann mitkommt, das würden wir nicht begrüßen, sondern das ist eher eine Frauensache. Und das E in P-Kip steht aber für Eltern so. Und da ist dann die Frage für mich, wo ist es equal, wo ist die Gleichberechtigung? Und von daher, glaube ich, ist es durchaus nicht einfach, dass auch ein Vater komplett diese Rolle annehmen kann, weil es einfach noch nicht so gelebt wird und nicht so en vogue vielleicht auch ist. Ja, ich glaube, ihr sprecht da was ganz Wichtiges an, dass diese Kommunikation im Vorfeld vielleicht oft irgendwie gar nicht so wirklich stattfindet, als dass man das dann vielleicht, was ich auch eben ganz oft höre, ist ja dann, der Mann verdient eben jetzt besser, das ist ja auch immer noch ein Problem, dass das leider gesellschaftlich bei uns irgendwie so ist, dass Männer meistens besser verdienen und dann sagt man, ja, dann ist es ja sinnvoller, wenn die Frau dann die Elternzeit nimmt, weil dann haben wir mehr Geld, bloß dadurch ergibt sich dann ja so ein Teufelskreis, dass die Frau dann wahrscheinlich nie irgendwann mal mehr verdienen wird, wahrscheinlich hauptsächlich dann in Teilzeit arbeiten wird und ja, ich finde das auch ganz gut, dass du das, Jan, ansprichst, dass natürlich dem Vater ja auch was entgeht, weil ihm ja Zeit mit seinem Kind dann auch entgeht. Auf jeden Fall, ich finde es auch persönlich einfach auch als Frau super wichtig, dass ein Kind oder dass unser Kind aufwächst, ohne dieses Rollenverständnis, mit dem unsere Generation hauptsächlich konfrontiert wurde. Und ehrlicherweise ist es auch ein sehr westdeutsches Problem. Unsere Nachbarsländer haben das nicht. In unseren Nachbarsländern, da kann man nach Skandinavien gucken, aber auch nach Frankreich, aber auch in die südländischen Gebiete. Da existiert das ja gar nicht so sehr, dieses sehr Tradierte. Da ist es völlig normal, dass die Frau einer Arbeit nachgeht und der Mann auch. Und die Oma passt dann nachmittags auf alle Kinder auf oder die Nachbarin oder man wechselt sich ab. Ne? Also, und selbst in Ostdeutschland ist es ja so, dass beide Elternteile aktiv arbeiten. Also daher ist es ein sehr tradiertes Bild, das wir hier in Westdeutschland haben. Und ich finde es aber auch sehr, sehr wichtig, dass unser Kind damit nicht mit diesen Grenzen im Kopf oder gesellschaftlich irgendwie aufwächst und einfach auch erkennt, dass die Grenze der Fürsorge, Verantwortung und Liebe nicht bei der Mama aufhört, sondern dass beide Eltern es gleichermaßen leisten können, dass eben beide Eltern einfach da sind und mit derselben Liebe und Aufmerksamkeit einfach die Erziehung mitgestalten. Ne? Also dass man einfach beides miterlebt. Ich glaube auch, dass das für nicht unbedingt ratsam für eine Beziehung und auch für die Entwicklung eines Elternteils selber ist. Ich genieße die Zeit mit unserer Tochter total. Wenn ich mir überlege, ich müsste das wäre mein einziger Lebensinhalt oder Tagesinhalt, weiß ich nicht, inwieweit ich mich weiterentwickeln würde,
Denn es ist ja gerade in dieser Frühphase natürlich mit sehr, sehr viel auch Verantwortung verbunden, sehr, sehr viele Aufgaben, die man hat. Aber wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo eigentlich, ich glaube, orale Phase heißt das, also alles, was es irgendwie gibt, wird in den Mund gesteckt und es wird die ganze Zeit irgendwelche Laute von sich gegeben und gekrabbelt und dann wird wieder geschlafen, Windel wechseln, essen. So, das ist ja jetzt nicht unbedingt auch geistig fordernd, ne? Und ich glaube, dass es durchaus auch hilfreich ist, auch für die Beziehung Mutter-Kind, Vater-Kind, aber auch für die Beziehung zwischen den Eltern, da mal rauszukommen und zu sagen, okay, jetzt bist du dran, ich habe jetzt etwas anderes, ich habe jetzt soziale Kontakte, ich habe jetzt, weiß nicht, wenn es Arbeit ist, ist es Arbeit, ich habe jetzt aber irgendwas, um auch da wieder Energie zu sammeln, um mich dann wieder auf das Baby, auf das Kind richtig einlassen zu können. Also ich glaube, dass es nicht ratsam ist, dieses 24/7, wenn es nur einer macht. Zumal es macht einen wahnsinnig. Also ich habe so viel Respekt vor diesen, vor allem also von den Elternteilen, die 24/7 zu Hause sind, um sich um das Kind zu kümmern. Ich habe da persönlich so viel Respekt davor, weil es super anstrengend ist und man einfach auch nur einen Fokus hat. Und dieser Fokus, das kann einen schon manchmal wahnsinnig machen, ne? Also wenn man sich dann den ganzen Tag nur damit auseinandersetzen kann, muss, ist das schon eine starke Aufgabe. Also das ist schon sehr exhausting. Wo Marina bei einem Kunden war und war tatsächlich auch über Nacht dort weg. Entschuldigung, und ich weiß gar nicht mehr, wie alt Livi war. Sechs Wochen oder so. Das war meine genau, erste Geschäftsreise. Genau, das erste Mal über Nacht. Ich war mit dem Baby quasi alleine. Und ich schrieb Marina, glaube ich, am nächsten Morgen und sagte, ich habe so tiefen Respekt vor allen alleinerziehenden Eltern, mehr als ich je in meinem ganzen Leben schon Respekt vor alleinerziehenden Eltern hatte, weil über Nacht alleine mit dem Baby, zwei Hunden und das trotz dem Privileg, das wir haben mit der Au-pair, ich war schlagkaputt. Ich war wirklich so geschafft davon, positiv geschafft, aber ich war einfach mit den Kräften gefühlt am Ende und ja, tiefsten Respekt vor allen alleinerziehenden Eltern, das, was ihr da abreißt. Ja, da hast, phänomenal. Da hast du dich gefreut, als die Au-pair um 10 ihre gefreut. Arbeitsschicht angefangen hat. Und bin gleich eigentlich wieder ins Bett gefallen. Ja, also ihr sprecht da auf jeden Fall, glaube ich, was Wichtiges an, weil ich kann mir das auch, also ich habe keine Kinder noch nicht, nur einen Hund, hatten wir eben schon kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen. Das ist ja schon manchmal dann anstrengend, wenn der Hund dann irgendwie nachts plötzlich raus möchte oder sowas. Und ja, ich denke mir das auch, wenn man das alleine sich darum kümmern muss. Also meine Mutter war auch alleinerziehend und so. Und ja, da habe ich auch größten Respekt vor irgendwie und denke mir, also das ist auch so meine größte Angst vom Kinderkriegen dann sozusagen, dass man irgendwie, ja, dann nur noch sich um dieses Kind kümmert und gar keine anderen Themen so mehr im Kopf hat. Aber bei euch war es jetzt ja so, dass ihr auch vorher schon selbstständig wart und auch selbst schon zusammengearbeitet habt. Das heißt, ihr hattet ja noch so eine bisschen andere Situation als die meisten anderen Eltern, die jetzt irgendwie vielleicht beide im Angestelltenverhältnis sind und dann gucken müssen, wie teilen wir das jetzt mit der Elternzeit und so weiter auf. Wie hat sich euer Arbeitsalltag dann so konkret durch das Kind verändert? Also hast du, Marina, dann auch direkt wieder angefangen zu arbeiten? Du hast jetzt gerade gesagt, schon ein paar Wochen nach der Geburt warst du dann beim Kundentermin auch wieder. Wie habt ihr das so den Übergang quasi gemeistert? Prinzipiell muss ich ehrlich zugeben, dass wir gar keinen Übergang hatten. Also ich habe in den Kreißsaal rein und aus dem Kreißsaal raus war ich einfach aktiv. Ich bin einfach ein sehr aktiver Mensch, habe einfach sehr, sehr viele Themen und Projekte. Jetzt ist es so, dass wir quasi geschäftlich, ich natürlich einiges ruhen lassen konnte und offiziell auch in Mutterschutz bzw. Elternzeit gehen konnte. Aber jeder, der auch weiß, wie das rechtlich ist, muss man einfach gewisse geschäftsführende Tätigkeiten einfach irgendwie ausüben. Elternzeit hin oder her bis zu einem gewissen Grade. Plus gab es einfach auch ein paar Themen, um die ich mich einfach kümmern muss. Also daher war es quasi eine gleichbleibende Aktivität, nur halt eben keine Kundenprojekte, keine Meetings, aber eine sehr gleichbleibende Aktivität im Sinne von E-Mail-Inbox im Blick behalten, Verträge unterschreiben oder jegliches, ne? Also daher war das, ich hatte aber auch eine sehr einfache Schwangerschaft, ich hatte auch eine sehr einfache Geburt, wir haben ein sehr einfaches Kind, also wir hatten so all das, wovon man häufig Angst haben könnte, dass man irgendwie gesundheitliche Einschränkungen hat oder das Kind etwas hat, all das hatten wir nicht, sodass eigentlich unser Aktivitätsniveau relativ hoch bleiben konnte. Und mir persönlich war das auch wichtig. Das hat aber auch eher was mit mir selber zu tun, dass ich mir selber beweisen wollte, es ist möglich, mit Schwangerschaft aktiv zu bleiben. Es ist möglich, mit Geburt aktiv zu bleiben. Ob ich das beim zweiten Kind nochmal so verbissen machen würde, glaube ich nicht, weil ich habe es mir jetzt einfach bewiesen, dass es möglich ist. Und wie gesagt, unsere Kleine war halt auch einfach
Also wir haben so ein entspanntes Kind und so ein anpassungsfähiges Kind. Wir saßen irgendwie an Tag 3 ihres Lebensdaseins hier zu Hause. Also wir sind nach 48 Stunden durften wir heimgehen aus dem Krankenhaus. Und da saßen wir dann irgendwie am nächsten Tag hier, nachdem die Hebamme da war. Und das Kind hat einfach geschlafen stundenlang, weil es ihr einfach gut ging. Und da guckte mich dann Jan an und meinte, was machen wir denn jetzt? Und ich gemeint, also ich würde jetzt mal ein paar E-Mails checken gehen, weil... Also die Wand anstarren brauche ich jetzt nicht, weil dem Kind geht's gut, ne? Und so kamen wir dann eigentlich schnell wieder rein. Wir waren aber darauf vorbereitet, es auch ganz anders zu machen. Also wobei das eigentlich eine ganz witzige Situation war, weil wir dann sonntags, nachdem freitags kam das Baby zur Welt, sonntags wurden wir nach Hause entlassen. Wir saßen hier und wir hatten eigentlich den MitarbeiterInnen gesagt, dass wir sie uns mal mindestens 10 bis 14 Tage einfach mal in Ruhe lassen sollen. Nur im Notfall, wenn es brennt, und haben so zwei, denen wir gesagt haben, also wir sind mal so ein bisschen im Austausch, aber ihr macht das schon so untereinander. Und dann saßen wir hier so sonntags und haben gesagt, okay, morgen vielleicht noch nicht Büro, aber so, lass uns mittwochs wieder Teamtag machen. Und dann haben wir eigentlich den... Nee, den, das haben wir dann nicht gemacht. Wir haben tatsächlich wir haben dann geschrieben und haben gesagt, hey, wie sieht's aus? Und dann haben wir gesagt, nee, komm, also eine Woche macht ihr mal wirklich jetzt Ruhe. Und die haben dann von sich aus gesagt, nee, fahrt mal ein bisschen runter. Aber wir hätten das vielleicht eigentlich dann schon wieder direkt versucht, so normal loszulegen. Wir arbeiten auch echt gerne. Gab es dann zwischenzeitlich auch mal Phasen, weil das war jetzt ja so direkt nach der Geburt, da war alles gut, aber es gab ja bestimmt auch mal Phasen, wo es dann irgendwie, weiß ich nicht, die doch nachts häufig geschrien hat oder sowas. Oder hattet ihr da wirklich die ganze Zeit bis jetzt Glück, dass... Also prinzipiell ja, also wir hatten schon sehr, sehr viel Glück. Wir hatten aber auch natürlich als Erstlingseltern auch völlig normale Situationen, wo irgendwie, ich hatte Probleme mit dem Stillen, wo irgendwie nicht genug Milch rauskam, wo zu viel Milch rauskam, wo das Kind dann irgendwie weniger gegessen hat, mehr gegessen hat. Ich weiß noch, als das Kind irgendwie, ich glaube in den ersten paar Tagen hat sie zum ersten Mal irgendwie gespuckt, also quasi die Milch irgendwie wieder rausgespuckt. Wir dachten, sie hätte erbrochen und Neugeborene sollten nicht erbrechen, also müsste man ins Krankenhaus gehen. Also all diese Unsicherheiten und Verrücktheiten, die hatten wir natürlich auch, weil das einfach eine ganz neue Rolle ist und ein Lebewesen ist, das man halt noch nicht kennt. Aber irgendwann nach ein paar Wochen lernt man sich einfach auch kennen und das ist ein Mensch und dann versteht man irgendwann, spricht man so die ähnliche Sprache und dann geht das. Aber wir hatten bisher noch, also wir haben tatsächlich, müssen wir ehrlich zugeben und man darf auch mal zugeben, wenn es richtig gut läuft, wir haben einfach keine schlaflosen Nächte. Wir haben kein Kind, das schreit. Sie beschwert sich nur, wenn sie Hunger hat, dann bekommt sie was zu essen und dann ist wieder gut. Das war's. Wir haben einen Sonnenschein, der andere Menschen sehr gerne hat, die sehr anpassungsfähig ist, die sehr aktiv ist und sehr fröhlich ist, die keinerlei Probleme mit gar nichts hat. Sie isst auch alles. Also es ist einfach, es ist ein gutes Traum. Ein gutes Erstlingsbaby. Genau, ein gutes Erstlingsbaby. Ja, ich glaube, das ist aber auch gut, dass so zuzugeben, wenn man es so sagen kann, weil natürlich sonst, weiß nicht, wenn andere sich dann vergleichen und denken, okay, die kriegen das so leicht hin und bei mir klappt das aber eben gar nicht. Da muss man ja auch immer so im Kopf behalten, das Kind kann ja ganz anders irgendwie sein. Alleine wenn das Kind irgendwie vielleicht eine Krankheit hat oder sowas, oder es gibt ja auch eben Schreibabys oder so, da wird das ja nochmal anders laufen, dann denke ich mal. Auf jeden Fall, wobei ich auch ganz ehrlich mittlerweile bin, also in den ersten paar Tagen, Wochen waren dann alle so, oh wow, ihr seid ja so entspannt, ne? Und ich war dann immer sehr zurückhaltend und haben mir immer gesagt, wir haben Glück, mal gucken, was passiert. Jetzt mittlerweile nach 7 Monaten und ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Buckel, bin ich ganz ehrlich, bin davon überzeugt, es läuft bei uns so gut, weil wir uns aber auch darauf einlassen und weil wir einfach wirklich entspannt sind. Wir machen weder aus der Ernährung unserer Tochter eine Wissenschaft noch aus vielen anderen Dingen. Wir versteifen uns nicht auf irgendwas, was sein muss. Dadurch, dass wir Unternehmer sind und so viel auch zu tun haben, sind wir halt einfach auch selber sehr, sehr anpassungsfähige Menschen. Wenn die Situation sich von jetzt auf gleich ändert, finden wir immer eine Lösung und es wird schon immer alles. Also wir sind sehr positiv denkende Menschen und wissen, egal was jetzt passiert, wir finden einen Weg raus, wir schaffen das gemeinsam und alles wird gut. Und das adaptieren wir halt auch total auf das Elterndasein, wodurch das Kind halt erst recht uns das natürlich widerspiegelt, dass sie auch entspannt ist. Ne? Also manchmal hilft es auch als frisch gebackene Eltern, einfach mal tief durch die Hose zu atmen und einfach mal cool zu bleiben und einfach mal das Kind so sein lassen, wie es ist und sich mal drauf einzulassen. Und dann wird das auch einfacher. Ne? Also wie gesagt, es gibt natürlich viele Bedingungen, wo cool bleiben nicht die Lösung zu vielem ist. Aber es kann die Lösung einfach auch bei manchen Dingen sein. Aber auch miteinander cool bleiben. Ne? Also gerade dieses Stichwort Equal Parenting bedeutet,
mein Partner macht die Dinge anders als ich. Wäscht das Baby anders, wickelt das Baby anders, füttert das Baby anders, und so weiter und so fort. Und das einfach mal sein lassen. Weil keiner von uns hat hier irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Keiner weiß es. Und wenn das Kind glücklich ist, ist es völlig wurscht, ob das T-Shirt heute gelb, grün, pink ist oder ob es dreckig ist oder ob das Baby nackig rumraubt. Das sind so, also deswegen dieses sehr, also entspannt sein hilft in der ganzen Konstellation sehr. Ja, das glaube ich. Ich glaube auch gerade, was du ansprichst, der Umgang miteinander ist da wahrscheinlich auch ganz wichtig, dass man halt nicht so irgendwie Erwartungen hat, okay, ich mache das so, der Partner muss das dann auch so machen. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Und was mich da auch interessiert hat, ist, hat das von Anfang an gut geklappt, die Aufgaben wirklich gleichberechtigt zu verteilen? Oder musstet ihr da erstmal reinkommen, dass ihr geguckt habt, okay, du kannst das besser, ich kann das besser und wir teilen ja, wir haben hier den so Master auf Windeln wechseln. Man muss dazu sagen, ich hab eine kleine Schwester, eine jüngere Schwester, und von daher kannte ich das natürlich schon, das Windeln wechseln. Naja, und durch meine Skills von früher ausgebaut. Und durch den Kaiserschnitt ging es ja nicht anders. Ich hatte einen Kaiserschnitt, dementsprechend hatte Jan die ersten paar Tage, Stunden, war das erstmal so sein Feld. Und wenn ich mir angucke, wie häufig ein Malheur passiert, würde ich mal sagen, kann er das definitiv besser als ich. Weil ich das dann immer irgendwie so draufklebe und dann ist irgendwie so eine Stunde später die Windel aufgeplatzt. Und das ist dann eher statistisch passiert eher mir das als ihm. Ich glaube, dass in unserer konkreten Situation, um auf die Frage zurückzukommen, es von Vorteil war, dass wir vorher schon dieses berufliche Zusammenarbeiten, Zusammenleben kannten und daher wir das gewohnt waren, auch Dinge anders anzugehen und miteinander auch, ich würde mal sagen, professionell im Kontext umzugehen. Und das hat dazu geführt, dass wir, wenn wir das Baby jetzt mal als Projekt sehen, dieses Projekt sehr professionell angegangen sind und auch im Dialog und im Austausch miteinander angegangen sind. Und so hat sich relativ, so haben wir das eigentlich sehr, sehr schnell in unser Leben adaptiert. Also es gibt so Areas in unserem Haus, die sind eher meine. Dazu zählt die Waschküche und die normale Küche. Und, also Jan ist der Hausmann hier, nicht nur die Waschküche, alles. Der komplette Haushalt gehört ihm. Was auch besser ist für unser aller Leben. Und von daher übernehme ich das dann auch beim Baby. Mit dem Wickeln, hat Marina gerade gesagt, bin ich anscheinend auch ganz gut. Vielen Dank für das Kompliment. Und den Rest macht Marina sehr, sehr gut. Besser als ich. Wobei einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt haben wir. Und zwar, die Nächte gehören Jan und dem Baby. Ja. Seit Geburt an. Das liegt an vielen Dingen. Erstmal fanden wir es immer sehr verstörend zu hören, dass wenn die Mutter stillt, gibt es immer so, also man bekommt eine Dynamik mit, Mutter stillt und der Vater wird auf einmal zu einer passiven Rolle in diesem ganzen Konstrukt. Auch was die Situation nachts bedeutet. Weil ich kann ja, was soll ich denn, also ne, der Mann, man hört dann häufig so als von frisch gebackenen Vätern, naja, was soll ich denn tun? Ich kann ja nicht füttern, ich habe ja keine Brust, also kann ich auch schlafen oder gar im Gästezimmer schlafen, damit ich durchschlafen kann. Und das ist eine Dynamik, die wir von Anfang an nicht wollten, weil das A dazu führt, dass das Kind sehr auf mich fokussiert ist, auf die Stillsituation fokussiert ist, sprich, wir hätten maximale Unflexibilität im Alltag, auch mit Stichwort Geschäftsreisen und jeglichem. Und daher hatte ich von Anfang an abgepumpt und unser Kind wurde direkt eigentlich mit der Flasche aufgezogen. Ja, beides. Anfangs beides und dann hinten raus, ne? Hat sie und, die Flasche bevorzugt. Und das war, also das ist auch ein Schlüssel zu Equal Parenting, dass einfach wirklich, also das Babybett ist auch bei Jan auf der Bettseite und nicht bei mir. Und das war schon immer so. Und die beiden machen das nachts. Dazu muss man sagen, dass ich mit sehr wenig Schlaf auch wirklich nicht leben kann. Also es wäre für niemanden förderlich, mir diese Situation zu überlassen. Das wäre, also ich glaube, dann wäre wir schon längst geschieden und ich wäre ausgezogen. Ja, und ehrlicherweise, was keiner wusste, als ich damals gesagt habe, komm, ich übernehme die Nacht, ich fütter nachts, dass sie eigentlich durchschläft von Anfang an. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Das war so ein bisschen Lucky Me. Sie meldet sich nachts sehr, sehr selten. Na, also, aber das ist halt eben auch, Equal Parenting bedeutet halt auch, dass man sich auch vor allem für nachts in den Situationen überlegt, wie teilt man sich das auf, sodass nicht nur die Last bei der stillenden Mutter liegt, sondern es einfach auch gleich auf beiden Schultern aufgeteilt ist, damit alle genug Schlaf haben. Weil Eltern ohne Schlaf sind absolute Zombies. Das ist auf jeden Fall was, wo ich gar nicht vorher drüber nachgedacht habe, aber stimmt, das ist auch was ich ganz oft schon gehört habe, dieses, die Frau stillt ja und deshalb muss sie sich dann nachts eben um das Kind kümmern. Also ich glaube, das wäre ich
von fast allen in meinem Bekanntenkreis, die jetzt irgendwie Mütter geworden sind, dann auch immer so mitbekommen, dass das irgendwie so gehandhabt wird, weil ich glaube, da gibt es ja auch viele Klischees irgendwie so, dass mit der Flasche stillen ist ja nicht so gut wie mit der Brust stillen oder sowas und dieser ganze gesellschaftliche Druck, den man dann vielleicht auch wieder hat. Da ja, also vielleicht das meine ich auch mit diesem Entspanntsein, ne? So sollen sie alle sagen und denken, was sie wollen. Das muss man mit dem eigenen Kind rausfinden und unser Kind wird, glaube ich, keine psychischen Schäden davon tragen, dass sie nachts die Flasche bekommen hat statt die Brust. Wir sind da aber auch sehr entspannt und stehen über all diesen Erwartungshaltungen, sagen wir es mal so, oder wie auch immer alle anderen es machen. Und es war für mich ehrlicherweise eine total schöne Situation. Also ich genieße das total und jetzt ist sie ein bisschen größer, aber als sie so ganz klein war, war es total schön, sie auf dem Arm zu haben und diese 20, 30 Milliliter, die damals ausgereicht haben, zu füttern. Es war wirklich richtig schön und es hat sich einfach ganz toll so als für die Vater-Kind-Bindung ganz, ganz toll angefühlt. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ja auch was, das dann oft gesagt wird, also was dann dadurch, vielleicht auch dadurch, durch das Stillen und eben, dass die Mutter sich dann mehr darum kümmert, dann ist es ja auch immer, dass dann irgendwann später auch folgt, okay, jetzt hat das Kind aber zur Mutter eine stärkere Bindung, das heißt, die Mutter muss auch immer diejenige sein, die das Kind dann beruhigt, die das Kind ins Bett bringt und so und so zieht es sich wahrscheinlich dann immer weiter. Genau, das ist es und das meinte ich mit diesem, ich finde es einfach so, so wichtig, dass das Kind aufwächst und die Grenze der Liebe, Fürsorge und Verantwortung nicht bei der Mutter aufhört oder mit der Mutter aufhört, sondern dass beide Elternteile, dass wenn ich Bauchweh habe und es mir schlecht geht, dass beide Elternteile mein sicherer Hafen sind, die mir gerade Trost spenden können und nicht nur die Mama. Weil die Mama kann auch nicht immer da sein oder ich kann nicht immer da sein, ich will auch nicht immer da sein. Und es ist so viel schöner, wenn es aufgeteilt ist, weil das Kind einfach doppelt so viel Sicherheit und vertrauensvolle Menschen um sich herum hat. Ja, euch ist jetzt ja zum Glück dieser Druck von außen nicht so wichtig, aber habt ihr das mitbekommen dann, dass irgendwie im Bekanntenkreis dann irgendwie Leute gesagt haben, aber so könnt ihr das doch nicht machen oder sowas? Ich glaube, das ist ja was egal wie man sich entschließt, das Kind zu erziehen, dann wahrscheinlich immer mitkriegt, waren da solche Situationen? Es war verrückt. Mit der Verkündung der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft, während der Wochenbettzeit, all das wird man, also mir war schon immer klar, oder es ist einem schon immer klar, dass Menschen sehr gerne ihre ungefragte Meinung teilen in vielen Dingen des Lebens. Aber offensichtlich ist es so, sobald es um ein Kind, Baby, Schwangerschaft geht, brechen so alle Dämme der jeglichen Zurückhaltung. Sprich, man wird eigentlich, also die Menschen, die man nicht kennt, die man an der Supermarktkasse kurz kennenlernt, teilen eine Meinung darüber, ob es jetzt gut ist, einen geplanten Kaiserschnitt zu haben oder eine natürliche Geburt. Es ist völlig verrückt. Die Leute haben so viele Meinungen und das stülpen sie einem alles über. Und das geht auch schon hinzu mit, wir haben das damals auch gemacht und das hat zu dem und dem geführt. Also solltet ihr das jetzt nicht machen oder solltet ihr machen? Oder zweifeln an, ob man das, was man sich vornimmt, durchhält, nicht durchhält, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Es ist, also die Menschen scheinen bei dem Thema Kind oder Erziehung, kann sich niemand zurückhalten und alle haben eine Meinung und die deckt sich sehr, sehr selten damit, was man eigentlich selber möchte. Und also ich fand das sehr, sehr verstörend und ich würde, macht auch nicht so viel Spaß, ehrlicherweise. Ich würde das so ein bisschen vergleichen mit so einer Situation Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland. Du hast auf einmal 80 Millionen Bundestrainer und so hast du auf einmal 80 Millionen Experten übers Kinderkriegen. Aber über dein eigenes Kind, über dein eigenes Leben. Die sagen dir, wie du aufgrund deines Lebens, das sie überhaupt nicht kennen, welche Fehler du machst und wie du das besser machen musst und jeder hat eine Meinung. Und du sprachst jetzt nur über den Bekanntenkreis, du hast es genauso im Familienkreis und das finde ich am schlimmsten, du hast es mit Menschen, die du nicht kennst. Dieser an der Supermarktkasse wird über meinen Uterus gerichtet, ob das jetzt gesund ist für das Kind, einen Becken, Kaiserschnitt zu haben. Da können sie auf gar keinen Fall, das müssen sie so machen, glauben sie mir. Sag ich, wer bist du? Wir kennen uns nicht, woher kennst du die inneren Organe meiner Frau? Also das ist ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, da braucht man einfach ein dickes Fell und eine gewisse Gelassenheit. Und das muss irgendwie da rein, da raus, weil sonst macht man sich selber dann auch verrückt. Dazu muss man sagen, ich glaube, als Vater ist es noch ein bisschen einfacher als Mutter, ja. Weil mir als Frau biologisch das halt natürlich auch passiert. Ne? Also so, ich weiß noch, ich hatte während der Schwangerschaft
Jan war samstagabends unterwegs und ich war alleine zu Hause. Und dann habe ich mich in so einem Mama-Baby-Online-Forum verirrt, weil mich interessiert hatte, wie das mit dem Stillen abläuft, wie das so funktioniert. Und habe ich mich dann irgendwie 2 Stunden in diesem Forum verirrt und war danach völlig traumatisiert von all dem, was ich da gelesen hatte. Und meinte danach auch zu mir, ich so, boah, ich weiß nicht, ob ich das packe mit dem Stillen, weil wenn man das alles liest, da kommt keiner und sagt, das wird schon alles. Das Kind kommt, die im Krankenhaus zeigen dir das, das groovt sich ein, du hast eine Hebamme, das ist ein ganz natürlicher Aspekt, das wird schon. Sondern da kommen so viele, alle laden alle Horrorszenarien ab, um, ich weiß es nicht, um ihre eigenen Traumata zu verarbeiten oder nicht, aber es macht einem, also man hört so viel Negatives und es wird einem so viel mehr Angst gemacht und es ist so wenig positiv. Und deswegen ist es mir halt auch immer so wichtig, anderen zu sagen, hey, auch Frauen gegenüber, die genauso wie du jetzt, Johanna, zum Beispiel sagen, hey, ich habe ein bisschen Angst, wie das denn ist mit einem Kind, ob ich mich selber verliere, wie das so sein wird mit meinem Partner und so, sitze ich da und sage, die Ängste hatte ich auch, deswegen habe ich es Ewigkeiten vor mich hergeschoben. Wir haben ein System gefunden, das funktioniert. Ich gebe dir diese 3 Tipps und du wirst sehen, es wird alles gut. Es findet sich alles sehr natürlich. Sprecht einfach viel miteinander und findet Lösungen. Dann wird das. Also diese positiven Assoziationen von Kind bekommen und trotzdem erwachsener Mensch bleiben. Die wenigsten Menschen sagen einem, das wird schon und es ist großartig und es macht richtig viel Spaß, sondern die meisten erzählen eigentlich immer nur von, keine Ahnung, von Nervenzusammenbrüchen, kranken Kindern und kurz vorm Sterben gefühlt. Und dann kommt immer, ja, aber das ist normal, da muss man durch als Mutter, als Frau. Wo ich mir denke, nee, musst du nicht, da musst du nicht ich durch. Ich muss nicht maximal Frau leiden und das Kind muss erstmal auch nicht maximal zwei leiden. Eltern, in welcher Konstellation auch immer, aber sie sind zu zweit in der Regel. Und, wenn nicht, man hat auch eine Familie drumherum, ja. Freunde drumherum. Man darf drumherum um Hilfe bitten, fragen, das Kind auch mal. Wir hatten das auch, unsere Freunde waren eigentlich ab dem Moment, wie wir mit der Kleinen aus dem Krankenhaus wieder da waren, hatten wir Freunde hier. Wir sind die Ersten, die irgendwie das Neugeborene mit der Flasche Freund in die Hand gedrückt haben, ne, wo ich dann sagte, während Jan kocht, hier hast du das Baby und ich gehe kurz irgendwie duschen oder so. Also man darf Hilfe einfordern und sie alle mit einbinden und die machen das auch alle richtig, richtig gerne. Ich habe ja jetzt neuerdings gelernt, man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Jan kannte diesen Spruch nicht. Das habe ich im Rahmen der Schwangerschaft habe ich das irgendwann gesagt, denn er saß so da und der, ne, weil ich dann so zu ihm, ich so, ist ja gut, wir haben ja ein Dorf. Und er saß dann so da, er so, was für ein Dorf denn? Und ich so, kennst du nicht den Spruch, man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen? Und da guckt er mich mit ganz großen Augen an und ja, mittlerweile wissen wir auch, es ist so. Und wir haben unser Dorf. Wir haben auf jeden Fall unser Dorf. Ja, doch, den Spruch, den kannte ich auch, ja. Aber ich fand es ganz lustig, dass ihr das ansprecht mit, es wird immer einem immer nur Negatives erzählt. Ich glaube, das ist ja so, wie als wenn man irgendwie, keine Ahnung, man googelt, ich habe Husten und Google sagt, dein Brust Krebs. So ungefähr. Genau. Also, oder Leute bei Google Frage oder so sagen dann, ja, hatte ich auch, war dann am Ende Krebs. Aber ich finde, bei diesem Elternsein-Thema wird einem dann ganz oft immer gesagt, so, also es wird immer gefeiert, wenn Frauen dann so den realen Alltag irgendwie zeigen und zeigen, wie anstrengend das ist und so. Und da denke ich mir immer, ich höre irgendwie, ja, wie gesagt, fast immer nur negative Stories und sehr selten so, ja, es ist eigentlich ganz entspannt Stories. Also ich weiß nicht, ich finde, da ist irgendwie der Blick da drauf dann immer, ja, also ich weiß nicht, wo die Leute diese ganzen positiven Geschichten dann hören, wie du das schon gesagt hast. Ich finde es auch total schade. Also hätte ich bin jetzt 33, das heißt, ich habe relativ lange gewartet oder wir haben gemeinsam relativ lange gewartet, bis wir ein Kind bekommen hatten. Aber diese Negativität macht mich eigentlich wirklich sehr, sehr traurig, weil ich davon überzeugt bin, dass es viele Frauen, die nicht nur Muttersein als Rolle für sich im Leben sehen, sondern auch viele Rollen, ob das jetzt Karrierefrau ist oder jemand ist, der gerne reist oder Hobbys hat, die ambitioniert sind oder wie auch immer, also jemand, der einfach noch andere Interessen als ein Kind hat, die fühlt sich leider dadurch, glaube ich, super abgeschreckt und macht sich einfach so viele Gedanken und hat so viele Ängste, die dann aber automatisch auch auf das Kind übertragen werden können, sobald man das irgendwie hat, weil man sich dann irgendwie versteift und so wahnsinnig machen lässt. Und das finde ich einfach so schade, weil ein Mama zu sein, ist das Allerbeste der Welt. Ich hätte niemals gedacht, wie phänomenal viel Spaß es macht, ein Kind zu haben. Und in den 7 Monaten und auch während der Schwangerschaft hatte ich nicht einmal den Moment, wo ich mir dachte, boah, das hier ist jetzt gerade so richtig
ich wünschte, es wäre nicht so oder ich wünschte, ich könnte aus dieser Situation ausbüchsen, hatten wir nicht einmal. Auch wenn natürlich, wie gesagt, ich auch schon irgendwie, ne, auch wenn es einem Körper nicht gut geht oder man irgendwie erschöpft ist oder wie auch immer. Aber es ist zu 95% aller Fällen echt mega. Und das darf man einfach auch mal sagen. Und es kann auch wirklich richtig viel Spaß machen. Es haben sich natürlich viele Dinge verändert, aber durchweg eigentlich nur zum Positiven. Es ist, jetzt muss man immer fairerweise sagen, wir haben natürlich auch Glück mit Au-pair und den Freunden und allen, die uns da so unterstützen. Ja, wobei es gewollt ist und viel Arbeit dahinter steckt, dass das System funktioniert, muss man natürlich auch sagen. Also wir wollen das und wenn man das will, muss man das halt auch durchziehen. Man muss mitorganisieren, Verantwortung übernehmen und tun und machen. Also läuft ja nicht von alleine, nur weil man das alles hat. Ich habe es mir immer so erhofft, dass es so ist, Vater und auch Ehemann oder einer Familie zu sein. Und Unternehmer bist du ja auch noch. Und Unternehmer, aber jetzt steht erstmal das Elternsein, Ehemann sein im Vordergrund in dem Fall. Und dass das wirklich so toll ist, das habe ich mir nie erträumt und nie gedacht. Und es ist sowohl emotional, es ist einfach wunderschön, als auch im Zwischenmenschlichen. Und also ich habe meine Frau vorher schon geliebt, aber diese Frau als Mutter ist einfach nochmal, das ist so eine Stufe drüber. Also das sorgt auch in einem selber für ganz neue Emotionen und Gefühle, weil das irgendwie so ein bisschen die Vollendung aus so elf gemeinsamen Jahren ist. Und das muss ich einfach sagen. Also das ist einfach auch emotional eine ganz, ganz schöne und tolle Geschichte. Und als ich das erste Mal dieses Baby im Arm hatte, das verändert einen einfach, ne? Und das verändert einen positiv, würde ich sagen. Und wenn ich so mit meinen Jungs darüber rede, dann sagen die auch alle, du bist von uns allen so ein bisschen, du hast vorher schon die Krone auf, aber jetzt hast du auch noch das Zepter dazu und sitzt auf dem Thron über uns. Also die sagen alle, du hast dich schon so ein bisschen auch zum Positiven verändert und bist irgendwie noch cooler als vorher. Ich das Zitat Ende. Man soll ja nicht so über einen selber reden. Jetzt habe ich Pipi in den Augen bei dieser Liebeserklärung. Du bist ja ein lieber Mensch. Ehrlicher Mensch, würde ich sagen. Oh, ich fand es aber auch voll schön zu hören, gerade wenn man auch so oft dann irgendwie hört, dass ja dann Paare sich irgendwie so im ersten Jahr mit Kind eher auseinanderleben und so und ja, dann ist es so schön, so ein positives Beispiel dann irgendwie auch zu sehen. Wir haben jetzt ja gerade schon über so ein paar Klischees auf jeden Fall, die euch schon begegnet sind, so gesprochen und ich hatte auch so einen kleinen, ja, Klischee-Check, würde ich es nennen, mal vorbereitet und zwar ja, so ein paar Sätze, wo ich fragen wollte, ob euch die schon mal begegnet sind. Also du hast jetzt ja gerade schon gesagt, dass zum Beispiel bei diesem, wie hieß es, PKIP-Kurs da Väter nicht so richtig erwünscht waren und ein Satz, den man glaube ich ganz oft als Frau dann wahrscheinlich hört, ist, das ist ja toll, dass dein Mann dir so viel im Haushalt und mit den Kindern hilft. Hast du das schon mal so gehört, Marina? Kommt das oft vor? Ja, das höre ich schon seit Jahren. Also Kind und Nicht-Kind höre ich schon seit Jahren. Höre ich seit Jahren. Ich lache dann immer drüber und erkläre auch sehr transparent, dass ich keinen blassen Schimmer vom Haushalten habe und dass ich glücklicherweise bekocht und bewaschen werde quasi. Ja, das ist, also bei uns sind die Rollen da sehr stark verteilt, sehr stark umgedreht. Also daher, ich lache da mittlerweile drüber und sobald man bei uns, wenn man einmal bei uns zum Abendessen zu Hause eingeladen ist, versteht man sehr schnell, wieso Jan für den Haushalt verantwortlich ist, weil er richtig gut kochen kann. Ja, das ist ja bei euch, hattet ihr ja schon angesprochen, genau, mit dem Haushalt nochmal so ganz umgekehrt. Aber was heißt umgekehrt? Das sollte ja nicht die Regel sein. Und ich glaube, das ist ja auch gerade, was dann hinter diesem, dass dein Mann dir dabei hilft, steckt. Das ist ja immer das, was die Leute im Kopf haben, das ist die Aufgabe der Frau und der Mann ist nett und hilft dann irgendwie noch dabei. Dabei sollte es ja eigentlich sowieso von Anfang an die Aufgabe von beiden sein. Genau, also bei uns ist es so, dass ich helfe. Ja, oder so. Aber dafür habt ihr ja dann andere Aufgaben eben gleich aufgeteilt. Dann auch nochmal an dich, Marina. Hast du Sachen in die Richtung, wie ich könnte meine Kinder ja nicht so viel allein lassen oder wenn du jetzt schon nach der Geburt irgendwie beim Geschäftstermin warst, das geht doch nicht, oder so, hast du da sowas schon mal öfter gehört? Ja, Gipfel ist, wieso bekommst du ein Kind, wenn du eh nicht bei ihm bist? Das, also, ne, diese Reaktion ist nochmal so quasi nochmal die Übertreibung oder nochmal eins on top von dem, was du gesagt hast. Selbst Menschen, die uns sehr, sehr gut kennen, die wissen, dass wir eigentlich 24, also ich verbringe eigentlich 24/7 mit meinem Kind, auch wenn die Au-pair sie tagsüber auch mal wickelt und tut und macht, ne? Aber selbst Menschen, die uns kennen, da hat mir neulich, meinte jemand zu mir, boah, das könnte ich ja nicht. Ich wäre ja den ganzen Tag so eifersüchtig auf die Au-pair, dass das Kind die Au-pair mehr mag als dich. Und da saß ich dann so völlig baff da und war dann auch so,
Aha, bist du dann auch eifersüchtig auf deinen Mann, dass das Kind deinen Mann mehr mag als dich? Oder also, ne, so, also man hört da schon sehr viele abstruse Dinge. Ja, ich glaube, ja, stimmt. Das ist, glaube ich, dann auch was, was da nochmal mit reinspielt, mit dieser, ja, die Mutter hat dann die bessere Bindung vielleicht zum Kind, wenn sie dann immer stillt und sich immer, wenn das Kind schreit oder so, drum kümmert, dann ja, entsteht dieses Verhältnis ja irgendwie. Aber ich glaube auch, dass das oft eben auch gewollt ist, sozusagen, dass man so diese starke Bindung eben sich wünscht und das Kind also die möchte. Zentrierte Mutterrolle ist etwas, was viele Frauen beginnen zu zelebrieren und dann auch einfach auch bewusst vielleicht durchziehen im Sinne von, um special zu sein. Ich glaube, das ist ein sehr alltägliches Phänomen. Ich kann zum Beispiel sagen, bei uns ist alles super gleichmäßig aufgeteilt. Das Kind hat eben gleichermaßen die Bezugsperson. Und ich würde behaupten, dass dennoch Mama immer die Beste ist. Also im Sinne von, also Jan schmunzelt, weil wenn sie dann irgendwie dann doch mal irgendwie weint oder wie auch immer, dann guckt sie, also sie weiß, dass wenn sie zu mir rüber guckt, bin ich die Erste, die sie tröstet, weil ich da einfach sehr großzügig bin und halt eben nicht erstmal irgendwie lache oder so, aber Mama ist immer die Beste und das ist irgendwie, das lässt sich, das also und dadurch, dass wenn man das weiß und wie gesagt, Jan kann es ja nicht ändern, dass ich sie zur Welt gebracht habe, aber man kann es maximal versuchen, aufzuweichen, dieses Muster. Als Mann, finde ich, oder als Papa. Ja, ja. Gut. Dann noch ein Satz, den du, Jan, vielleicht schon mal gehört hast, wenn du alleine mit der Kleinen dann unterwegs bist, irgendwie sowas in die Richtung, ach, bist du heute der Babysitter? Oder ist das toll, dass du dich heute mal um die Kleine kümmerst? Ja, und ehrlicherweise ganz, also finde ich ganz, ganz schlimm. Das ist so die maximale Abwertung eines Vaters, die man ihm irgendwie nur geben kann. Also ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht irgendwelche Worte sage. Ja, aber Vater und Babysitter machen Jan schon sehr aggressiv also, in dem Kontext. Also wenn jemand zu einem Vater sagt, ach wie schön, du bist heute der Babysitter, dann brechen bei mir alle Dämme. Also das finde ich, das ist das Maximum, was irgendwie an Abwertung geht. Ja, das denke ich auch, dass das, also ich glaube, man hat bei den vielen Sätzen dann immer so im Kopf, der Mutter wird halt diese große Bürde sozusagen aufgetragen, sie muss sich alleine um das Kind kümmern, aber ja, gleichzeitig sagst du es eben wichtig, wird der Vater auch abgewertet, weil ihm ja nicht zugetraut wird, dass er das irgendwie hinbekommen könnte. Genau. Und das ist natürlich für beide Seiten dann irgendwie nicht schön. Ja, und auch für das Baby irgendwie oder für das Kind nicht schön, ne? Also die Natur hat sich schon was dabei gedacht, dass es irgendwie Männlein und Weiblein braucht, um ein Kind zu zeugen und dementsprechend dann auch wahrscheinlich großzuziehen. Und wenn man das die eine Rolle dann so abwertet oder den einen Teil, ich glaube, das ist für alle drei Parteien nicht gut. Es ist einfach ein Ungleichgewicht, das sonst entsteht, was sehr, sehr schade ist. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Mit meinen Klischees sozusagen bin ich jetzt durch. Wir hatten ja auch vorher schon über einige andere gesprochen. Zum Schluss vielleicht der Folge, habt ihr noch so ein paar Tipps, die ihr anderen Eltern vielleicht mit auf den Weg geben würdet, wenn die sich auch dafür interessieren, ja, die Erziehung gleichberechtigt untereinander aufzuteilen? Ja, vor allem die Schwangerschaft ist nicht nur dazu da, sich körperlich, also die Schwangerschaft ist diese 9 bis 10 Monate oder 10 Monate, sind nicht nur dafür da, dass ein Kind im Körper heranwächst, sondern die müssen, bitte macht das, sprecht darüber, was wollt ihr, wie stellt ihr euch das vor, wie sind die Aufgaben aufzuteilen, womit fühlt ihr euch wohl, was ist euer Wunschzielbild, sprecht bitte beide Seiten dazu und plant auch danach, also diese rosarote Wolke der Schwangerschaft, viele werden schwanger und dann sind sie dann total verliebt und sagen, ach mal gucken, wie das wird mit dem Kind, es ist auch so, dass man abwarten muss, um zu gucken, wie das mit dem Kind ist, aber man kann viele Dinge planen, vorbereiten und auch das Leben entsprechend schon einmal vorbereiten, darauf anpassen. So grundlegende Szenarien, glaube ich, das macht einfach Sinn, diese Zeit zu nutzen, grundlegende Szenarien durchzusprechen, auch mal durchzudenken und dann auch zu gucken, passt eigentlich unser jetziges Lebensmodell dazu, wenn wir ein drittes Lebewesen haben? Und ehrlicherweise ist auch dieser What-If, was ist, wenn während der Schwangerschaft beziehungsweise während des Entbindungstermins dann irgendwas passiert, was vielleicht nicht nur positiv ist. Ich glaube, das macht auch Sinn, sich das einmal kurz durchzuspielen und dann gewisse vielleicht Backup-Szenarien zu haben, auch bezüglich Unterstützung oder Ähnlichem.
Also planen, plant bitte. Also, ja, das Kommunikation, heißt, Kommunikation und so ein bisschen dieser Forecast. Ne? Wie könnte es ablaufen, durchspielen? Wie so ein Planspiel. Genau, ne? Weil viele sagen, man kann ja nicht alles planen. Man kann viel schon mal andenken, besprechen und sich überlegen. Also man darf und muss planen. Und dann natürlich darauf reagieren zu können, wie es dann am Ende wird. Und ich glaube, einen ganz großen Vorteil hat es, wenn man mit einer offenen Kommunikation als werdende Eltern das Ganze plant. Man bindet die andere Partei automatisch mit ein. Und die andere Partei hat ein ganz anderes Gefühl, von Anfang an dabei zu sein. Obwohl gerade dem Vater ja während der Schwangerschaft jetzt nicht so die tragende Rolle, sogar bildlich gesprochen, zukommt. Aber man bindet ihn natürlich ganz anders ein von Anfang an, wenn man darüber spricht und sagt, hey, wie stellst denn du dir das vor? Oder was hältst du davon? Oder ich habe hier das und das gelesen und wie findest denn du? Und auch so Geschichten, wann kommen das erste Mal irgendwie die Großeltern und also Sachen, will man seine Ruhe haben? Und einfach drüber sprechen, den anderen mit einbinden. Und vor allem freut euch drauf. Es ist so mega cool, Eltern zu werden. Man kann es wirklich, also es ist unglaublich. Es ist unglaublich geil. Also man sollte keine Angst haben, das möchte ich sagen. Keine Angst haben. Okay, das ist auf jeden Fall ein schönes Schlussstatement. Ich glaube auch, Plan heißt ja nicht zwangsläufig, dass man sich jetzt eine Version oder heißt es überhaupt nicht, dass man sich eine Version ausmalt und so wird es dann auch, sondern ja, wie ihr sagt, mit verschiedenen Szenarien rechnen und einfach gucken, wie würde ich darauf reagieren. Ja, genau. Also finde ich sehr schön, was ihr dazu nochmal zum Ende gesagt habt. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr beiden hier wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ganz viel Spaß dann heute auch mit eurer Tochter, mit euren Hunden. Und genau, wenn ihr, die gerade zuhört, noch irgendwie Fragen habt, dann schreibt uns gerne an podcast@desire.de und wir würden uns auch wie immer über eine positive Bewertung freuen. Liebe Jan und liebe Marina, lieber Jan, so rum. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke fürs gute Gespräch und fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.